Ja, hallo, mein Name ist Daniel Walter und wir reden heute ein bisschen über Monitoring mit Prometheus herum. Wer von euch kennt Prometheus oder hat schon mal was davon gehört? Ah, doch einige. Cool. Eins vorneweg, es wären eigentlich über Live-Demos geplant gewesen, da aber mein Notebook streikt, müssen die leider entfallen. Ja, ich hoffe, es macht keine großen Probleme. Gut. Monitoring. Was ist Monitoring im Allgemeinen? Wir können prinzipiell davon ausgehen, dass wir versuchen werden, regelmäßig Jobs, Services, was auch immer, zu observieren und zu checken, funktioniert es nur, funktioniert nicht. Dafür gibt es glücklicherweise automatisierte Tools, weil wenn wir jedes Mal warten würden, bis der Enduser kommt und sagt, es geht nicht mehr, haben wir was falsch gemacht. Wir unterscheiden prinzipiell zwischen Blackbox und Whitebox Monitoring. Blackbox Monitoring ist mehr oder weniger einfach nur, ich schaue auf meine Blackbox drauf und kriege absolut keine Informationen darüber, was im internen State ist. Klassisches Beispiel dafür, AGOS Ping Checks etc. Whitebox Monitoring ist wesentlich hilfreicher und sinnvoller, weil im Endeffekt exportiert mir die App oder der Service selber automatisch, wobei automatisch ist gelogen, ich muss es einbauen, entsprechende Metriken, die mir wesentlich mehr Informationen geben, wie geht es der Applikation im Allgemeinen, mit dem kann ich dann auch mehr anfangen. Prometheus unterstützt beides, da ich mir meine Exporter selber schreibe. Die Stärke liegt aber sicherlich in die Time Series über internen State, deswegen werden wir heute auch Teils. Also wir gehen ein bisschen auf beides ein, aber mich bei Fragen einfach melden. Ich versuche sie so gut wie es geht beantworten. Gut. Gibt es zum Monitoring noch Fragen? Ansonsten wunderbar. Gehen wir über zu Prometheus. Prometheus selbst ist Monitoring System und Time Series Database. Das heißt, es liefert mir die gesamte Infrastruktur, um einzelne Jobs zu scrapen und holt ausschließlich Informationen rein. Was macht Prometheus nicht? Prometheus geht nicht her und wie man es vielleicht von Nagios oder Isinger kennt, es bringt keine Infrastruktur mit, um wirklich die Checks zu machen. Dazu brauche ich immer Exporter. Kommen wir dann noch drauf zurück. Kommt ursprünglich von SoundCloud, ist mittlerweile Open Source, ist in Go geschrieben, lässt sich dadurch wunderbar leicht erweitern und bringt eigentlich alles mit, was man braucht. Wir werden uns heute hauptsächlich an der Art von Setup orientieren. Das heißt, klassisch 1 bis N Monitoring Server, auf den jeweils ein Prometheus läuft, ein Alert Manager. Irgendwie muss ich meine Alerts und Informationen auch zum DevOps bzw. Op kriegen. Hab ein oder mehrere Datacenter. In jedem Datacenter sollte pro Host zumindest entweder ein Node Exporter oder ein Collect Day laufen. Also Node Exporter ist kaum für Prometheus selber mit. Ist Exporter, der mir Node Informationen gibt, sprich CPU-Last etc. Macht dasselbe wie Collect Day. Allerdings hat der Node-Exporter die entsprechenden Metric-Exports schon im Prometheus-Format, was Protobuf ist. Und für Collect-D braucht man ein zweites Stück Software. Es empfiehlt sich an, SNMP-Exporter zu haben, zum die ganze Infrastruktur, also Switches, Router, alles was SNMP spricht, zu monitoren. Und dann pro Service im Idealfall brauche ich keinen eigenen Exporter für den Service, weil die App bereits die ganzen Client-Libraries verwendet. Ansonsten muss ich mir einen Exporter schreiben, der das interne Format, wie ich irgendwas rauskriege aus der App, umwandelt in einen Protobuf. Protobuf ist ein recht interessantes Format, das für Google entwickelt worden ist. Ist ein binäres Format, nicht lesbar als Nebenanmerkung. Es gibt auch die lesbare Variante, also textbasierte, sollte man allerdings nicht verwenden, ist einfach nur langsam. Ja,
Das da. Kurze Antwort. Und dann zusätzlich empfiehlt sich eigentlich bei dem ganzen Setup immer irgendwo anders nur Blackbox Probots haben. Sprich, sei es, heißt eh zufällig Blackbox Prober, der mitgeliefert wird. Oder man schreibt auch ein kleines Tool, 20, 30 Zeilen Python oder Go. Und sorgt dafür, dass ich meine Portchecks zusätzlich mache. Prober machen wir im Prinzip das Blackbox Monitoring. Sprich, ich schaue drauf, habe keine Info. Alles drüber ist Whitebox. Wobei man bei SNMP ein bisschen drüber streiten kann. Gut. Nachdem wir das ganze Setup haben, ist die Aufgabe von Prometheus einfach nur regelmäßig die ganzen Exporter zu scrapen und holt sich dort im konfigurierbaren Zeitintervallen seine Time Series ab, speichert sie und bietet sie mir über Simples Frontend zur Verfügung. Das heißt, ich kann es einmal grafisch und einmal textuell abfragen. Also grafisch im Sinn von, ich kann einen Graphen zeichnen lassen. Oder mache einfach nur Queries. Zusätzlich kriege ich einen recht einfachen Weg, Alerts zu definieren. Ich habe einige Beispiele danach. Gut. Was braucht man, damit Prometheus sauber die Daten einbinden kann? Ich muss mir meine Matrix nochmal per Definition exportieren. Ich kann es selbst machen, es geht. Ist vor allem, soweit ich mich erinnern kann, für C und C++ Apps relativ wichtig, weil da gibt es noch gerade Client-Lib. Was ich auf jeden Fall providen muss, ist ein HTTP oder HTTPS Endpoint. Default wäre /matrix. Spart man sich nur Konfigurationsarbeit, ist nicht verpflichtend. Und ich muss eine der beiden Versionen für den Export unterstützen. Das ist eben, wie vorher schon gesagt, Protobuf oder textbasiertes Protokoll. Auf die Details gehen nicht ein, weil da gibt es eine recht ausführliche Dokumentation. Oh, Typo. Auf der Prometheus Website. Wenn sich jemand die Arbeit antun will und eine Client Library schreiben bzw. den Export selber zu machen, muss man das lesen und muss es dementsprechend implementieren. Zusätzlich gibt es aber schon für die meisten Services, die man so verwendet, glücklicherweise Exporter. Ich habe jetzt nur einige Beispiele genommen, ich glaube die Liste wächst wöchentlich. Die wichtigsten sind sicher CollectD, weil die meisten, die sagen wir mal Nuggets oder Isinger verwenden eh schon CollectD. Sprich, ein Stück Software zusätzlich installieren und ich kann meinen Nuggets rausklicken und Prometheus nehmen. AWS CloudWatch wird supported, SNMP sowieso, MySQL und HA-Proxy und ich glaube damit deckt man 95% der Needs ab, die man so haben kann. Gut. Nachdem ich die Daten habe, will ich sie ja irgendwie sehen. Und das ist sicher einer der größten Schwachstellen, die Prometheus noch hat. Wenn die Leute, die schon mal gesehen haben, können sich vielleicht in die klassischen Konsolen erinnern. Die sind hässlich. Also es wäre Untertreibung zu sagen, dass sie hässlich sind. Sie sind richtig hässlich, aber sie sind in einer Templating Language geschrieben. Sprich, wenn sich jemand schon mal mit Go auseinandergesetzt hat, kommt man recht schnell auf Go Templating. Und es ist eine recht einfache Sprache. Das heißt, ich schreibe mir einen netten HTML-Code und habe dann zusätzlich Templating-Direktiven drinnen, die man recht leicht Graphen zeichnen lassen etc. Plus Prometheus bringt mir jQuery, Bootstrap und Rickshaw direkt mit. Das heißt, die kann man wunderschöne GUIs machen. Wenn ihr das alles nicht machen will, könnt ihr einfach Grafana verwenden. Grafana.org, bitte selber nachschauen. Das wird in den Rahmen springen. Deshalb alle ganz kurz dazu. Ich kann relativ schön einfach Konsolen zusammenklicken. Sprich, Konsole habe ich vergessen zu erwähnen. Eine Konsole ist im Prinzip einfach nur Aufbereitung von Daten, die mir immer ein gewisses Set an Daten überhaupt darstellt.
Es empfiehlt sich, mehrere Konsolen zu haben, also einmal für Entwicklung, einmal für Monitoring und dann pro Service, wenn man Lust hat. Ja, Grafana, da kann ich mal zusammenklicken. Das heißt, man muss nicht mal Code schreiben können. Cool. So viel zum Oberflächlichen. Jetzt gehen wir im nächsten Teil einfach auf Konfiguration ein und das Ganze klingt dann am Schluss aus mit einigen Beispielen, weil Prometheus hat ein paar Sachen, die recht interessant sind bei der Konfiguration. Ich habe versucht, die wichtigsten Fehlerfälle einfach mal abzudecken. Bis auf einen, über den wir noch reden. Aber wir fangen an. Also konfiguriert wird das Ganze via YAML, was eigentlich nur JSON on Steroids ist. Und da teilt sich in grob drei Sektionen. Es gibt mehr, aber die anderen decken nicht ab. Und im Endeffekt, die globale Config ist im Normalfall nicht mehr als wie zwei Zeilen. Ich decke mir genau mein Scraping und mein Evaluation-Intervall ab. Das heißt, wie oft oder in welchen Zeitintervallen werden die Exporter abgefragt und was ist die Deadline für die Evaluation der Ergebnisse. Wenn ich in eine Evaluation Timeout laufe, gibt es ein paar Tricks, die man anwenden kann. Auf die kommen wir noch einmal zurück. Und so schaut ein klassisches Beispiel, oder nicht ganz klassisches Beispiel, aber einfaches Beispiel für Scrape-Config aus. Ist nichts anderes als die Scrape-Config-Direktive. Und dann kommt eine Liste mit Jobs, in dem Fall wäre es Collect-D. Und zusätzlich, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, kann ich extra Labels injecten. Das heißt, alles, was unter der Labels-Sektion steht, sind einzelne Labels, die noch dazu addiert werden. Sprich, in dem Fall wäre es für Datacenter, in dem Fall Vienna. Das hilft, weil ich dann bei gewissen Queries bzw. für gewisse Konsolen einfach hergehen kann und auf dieses Label nur zugreifen. Ansonsten muss man sich intern eine recht lange, komplizierte Liste halten, welche IPs landen wo, welche Jobs laufen wo, und der Trick sorgt dafür, hey, gib mir bitte mal alles, was in Wien läuft, und alert mir ausschließlich das Wiener Team, beziehungsweise dieselbe Geschichte für Berlin, dieselbe Geschichte für Graz. Ein weiterer Punkt, und das ist jetzt der wichtige, hin und wieder hat man Time Series, die ziemlich komplex werden, also eigentlich Abfragen drauf oder sehr viel Speicher brauchen. In solchen Fällen empfiehlt es sich, direkt beim Scrapen und Recorden eigene Regeln schon anzuwenden, um eine neue Time Series draus zu machen. Macht einfach nur die Abfrage schneller, sorgt dafür, dass weniger Last auf Prometheus selber ist und eben im Endeffekt Geld sparen kann, weil er nicht so viel für Hardware ausgeben muss. Die Syntax wird so nicht funktionieren, aber ich habe sie leider nicht anders auf der Folie Platz gehabt. Also es passt so alles, nur keine New Lines drinnen bitte, ansonsten schreit er. Kann man das von da hinten überhaupt lesen? Gut. Ansonsten die Folien werden, glaube ich, eh online gestellt. Wunderbar. Und die Beispiele sind direkt von Prometheus Homepage, also die haben es eh nochmal erklärt. Ja, das ist das. Im Normalfall läuft man nicht in die Gefahr, dass man Recording Rule braucht, aber sie helfen. Es gibt dann noch zusätzlich zu meinen gescrapten Time Series zwei spezielle, die man regelmäßig braucht. Es wird wahrscheinlich mehrere spezielle geben, aber die zwei braucht man. Das ist im Prinzip up und alert. Up gibt mir genau die Information, habe ich meinen Exporter das letzte Mal erreicht. Sprich, ist der gerade up, war der in dem vordefinierten Scrape-Intervall. Da braucht man recht oft für Alerts. Und Alerts ist die Time Series, die man sagt, wie viele Alerts feiern gerade. Also Alerts kommen wir gleich dazu. Ach, wir haben jetzt zu Prompt. Okay.
damit ich dann mit meinen ganzen schönen Daten, die ich jetzt in meiner Datenbank drinstehen habe, auch was machen kann, gibt es natürlich ein Querying Interface. Die Sprache dafür ist PromQL, ist eine recht triviale Sprache, die leicht zum Verwenden ist. Bringt man klassische Funktionalität mit, die ich halt brauche, also gerade Count, Sum und Rate sind recht wichtig. Plus die klassischen arithmetischen und logischen Operationen, die es so gibt. Allerdings ist es positionsabhängig. Sprich, wenn ich zwei Time-Series verknüpfen will, muss ich aufpassen, dass das auf der linken Seite muss ich Ergebnis kriegen, ansonsten wird man teilweise die rechte Seite gar nicht mehr evaluiert, also gerade bei AND, beziehungsweise auch bei OR, kommen da komische Konstrukte raus, die am Anfang ein bisschen Problem sein, wenn man das erste Mal damit zu tun hat. Ja. Entschuldigung. Damit ich zusätzlich noch, oder wenn ich dann einmal meine Alerts definiert habe und mein Monitoring funktioniert und ich auch mitkriegen will, dass was schief geht, brauche ich ein weiteres Tool, nennt sich Alert Manager, kommt von den Prometheus-Leuten, straightforward, R-Binary, einfach installieren und erlaubt mir dann im Endeffekt, dass ich aufgrund von vordefinierten Alerts E-Mail kriege, SMS kriege, SMS nicht. Entschuldigung, das muss man selber implementieren. Aber ansonsten wird PagerDuty, Slack, HipChat etc. unterstützt. Ich glaube, sie unterstützen mittlerweile 8, 9 Exports. Und es sollte nicht länger als eine Stunde oder zwei dauern, dass man sich einen SMS-Support selber hackt. Das überspringen wir. So, wir vergessen, dass es nicht da ist. Gut, und jetzt gehen wir auf ein paar Beispiele ein, weil das ist eigentlich das, wo man am ehesten in Probleme läuft. Trivialbeispiel für Collect-D. Wir lassen Collect-D laufen. Mindestens ein. Kann dann entweder es empfiehlt sich am Collect-D alles zu aggregieren. Die unterstützen das recht gut. Und von dem einen Collect-D dann einfach über das Binary Network Protocol von Collect-D hin zu dem Prometheus Exporter pushen. Und dann wird einfach gescrapt. Ein größere Config brauche ich dafür nicht, das reichen die vier Zeilen im Collect-D. Plus das Binary starten ist verlinkt auf der Prometheus-Seite. Spannender wird es, wenn ich größeres Setup habe. Das ist das, was ich davor gemeint habe mit Label Injection für Datacenter. Weil, wie man sieht, unterm Label ist alles, was dort als Double Value steht, wird zusätzlich dazugehängt. Und wie man da, wie ich es davor schon angesprochen habe, einfachster Weg zum zwei Datacenter zu unterscheiden oder mehrere. Ansonsten müsste man nämlich wirklich merken, okay, D1011 ist in Wien, D1012 ist in München mit Maisstärke. Ja, ich bin zu schnell. Gut, SNMP-Support konfigurieren ist ein bisschen ein größeres Problem, deswegen habe ich da jetzt mal die Config reintun. Sie ist lang und schwierig, aber sie hat ein paar nette Nebensachen. Also, was wir da noch sehen, ist eine Relabel-Konfiguration, die mir erlaubt, exportierte Labels umzubenennen bzw. auch Parameter zusammenzubauen, wie gescrapt wird. Für SNMP brauche ich in dem Fall einfach habe diverse Command-Line-Argumente, die ich dann als Label verwenden will. Deswegen die recht komplizierte Konfiguration, die man braucht. Plus es empfiehlt sich Metric Relabeling zu machen, weil ansonsten die SNMP-Exporter alle Best Practices ignorieren und keinen Präfix davor hängen.
Und mit dem letzten Segment haue ich einfach vor jede exportierte Time Series nur ein SNMP-Präfix dran. Macht es leichter. Dann sehe ich nämlich direkt in der Liste, okay, alle Collect-D-Sachen und alle SNMP. Ansonsten schreibt das Ding, glaube ich, irgendwie so lustige Dinge wie if desk out Geschichten. Völlig unlesbar. Cool. Ich sehe, ich bin viel zu schnell unterwegs heute. Ich hoffe, es ist mir nicht mehr böse. Was wir jetzt noch haben, sind Beispiele für Alerting. Also, das ist der Klassiker, Instance Down Alert. Verwendet man direkt die autogenerierte Time Series ab. Und das Ding macht nichts anderes, als sagen, hey, wenn für jeden Job, der 5 Minuten down ist, schickt mir doch bitte einen Alert. Und ein Beispiel für klassisches Whitebox Monitoring und Alerting. Wenn ich zu viele 500s gesetzt habe, dann möchte ich bitte auch einen Alert kriegen. Und zwar pro DC. Gut, ich bin wirklich viel zu schnell unterwegs. Haben wir mehr Zeit für Fragen danach? Ist auch gut. Das sind gerade noch die wichtigsten Links. Also Prometheus.io für Dokumentation und weiteres. Der ganze Code und alle Exporte liegen auf GitHub und Grafana für Frontends. Gibt es Fragen? Abhängigkeiten sind da darstellbar? Abhängigkeiten zwischen Services? Services, Hosts? Darstellbar ja, allerdings muss man sich selber bauen. Also Prometheus selber liefert man den Support nicht mit. Aber dadurch, dass er auch prinzipiell keine Konsolen mitliefert oder keine fertigen Konsolen mitliefert, kann man sich das ausschließlich selber machen. Ja, weil das ist eines der Punkte, wo es fast nur Nagels kann. Die Parent-Hosts, was ich in Nagels machen kann, der alarmiert eben nur dann den letzt erreichbaren Host und die Services und Hosts darunter ignoriert er dann mit der Alarmierung. Wenn der Router ausfällt oder die Internetanbindung von einem Datacenter, alarmiert man der ja jeden Service. Wenn es ums Alerting geht und nicht um die Darstellung, kann ich sehr wohl damit arbeiten. Da kann ich nämlich nach Datacenter gruppen. Das heißt, genau für den Fall, wenn jetzt alle down sind, kann ich es immer zusammenmatchen und sagen, bitte alert mich nur einmal pro Datacenter. Und dann nur alle 5 Stunden, solange die Condition bleibt. Das geht, für Alerting geht's. Da habe ich Sie falsch verstanden. Für grafische Darstellung geht es nicht. Aber ja, Abhängigkeiten beim Alerting kann ich abbilden. Das geht relativ leicht. Bitte. Kann das auch mit diesem Gang-Air-Monitoring zum Beispiel zusammenarbeiten? Bitte? Kann das auch mit dem Ganglia-Monitoring zusammenarbeiten? Bei Collect-D und Ganglia, das ist ja auch ein bisschen der Ganglia kenne ich nicht. Für Collect-D gibt es fertige Exporter. Ich kann mir vorstellen, Ganglia-Exporter schreiben ist kein großer Hack. Also das sollte sich machen lassen. Und im Endeffekt alles, was mir die Daten in dem entsprechenden Format darstellt, damit kann ich dann auch umgehen. In welcher Sprache ist Ganglia geschrieben? Ich glaube, zum Teil in C und zum Teil in Python. Ja, für Python gibt es eine fertige Exporter-Library, das heißt, da brauche ich wahrscheinlich 30, 40 Zeilen Code und dann wäre es dabei. Und wenn man selbst eine Art hochkant definieren möchte, den man dann kriegt, aus irgendeinem anderen, Wenn man schon Go kann, ist ein File lesen, Metric draus definieren und entweder als Service da haben zum Scrapen oder über ein Push-Gateway wäre es mehr Aufwand. Aber ich würde sagen, inklusive Einarbeiten maximal einen Tag. Okay. Wenn es JSON-Format ist, wesentlich weniger. Dann geht's. Wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube, in einer halben Stunde war er fertig. Also, das geht sehr schnell. Klar, für komplexere Services
dauert es ein bisschen länger, aber für einfaches Logfile lesen, Input pushen, einen Tag. Wie man so welche kommt, das ist so schwierig. Ja. Aber ansonsten einen Tag. Super. Weitere Fragen? Wie bist du auf Prometheus gekommen und verwendest du das selber? Ich bin auf Prometheus gekommen, weil ein Bekannter von mir daran arbeitet, also ein ehemaliger Arbeitskollege. Es mit Abstand für mich das interessanteste Monitoring-Tool ist. Es kommt am ehesten an das dran, was sagen wir mal Amazon und Google selber intern verwenden oder Facebook. Und im Moment haben wir als Unternehmen, also wir sind mal da, arbeiten gerade an einer Kundenlösung und haben dort ein recht großes Monitoring-System gebaut und recht viele Konsolen dafür geschrieben und auch Exporter. Deswegen die Einschätzung für eine halbe Stunde geht recht schnell. Und es ist in Go geschrieben. Ich liebe Go. Und ein großes Tool, das in Go geschrieben ist, zieht mich immer an. Bitte. Du hast vorher den Matrix-Endpunkt erwähnt. Ja. Wie schaut es da aus mit authentifizierten Verschlüsselungen oder so? Die Metriken abholen kann auch über HTTPS passieren. Oder es ist auch Support dafür, ich glaube, Basic Auth im Moment. Soweit ich mich erinnern kann, fliegt irgendwo ein Patch rum, der mir auch Client-Side-Zertifikate erlauben wird. Bin mir aber nicht sicher, was da der Stand ist, aber das kommt definitiv. Das ist für das Scrapen. Die Konsolen können im Moment nicht über HTTPS abgefragt werden, bei Prometheus selber, aber nichts, was ein Nginx nicht lösen kann. Es empfehlen auch die Prometheus-Entwickler selbst, dass man bitte ein Nginx davor schaltet, weil eine saubere TLS-Konfiguration, da müsste ich so viele Parameter exportieren, bin ich schneller, wenn ich ein Engine davor hänge. Gut. Wird das dann auch verwendet über SSL oder wie man da sich her und macht da ein Stück weit weg oder so irgendwas? Wie wird es denn wirklich eingesetzt? Die Setups, die ich kenne, fahren eh über VPN. Da ist dann wurscht. Ich kenne eigentlich nur VPN-Setups, die es nehmen. Aber es ist testet, also es funktioniert ja über HTTPS recht einwandfrei. Und wenn nicht, bitte per unbedingt Ticket machen. Gut. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanke mich. Wir waren ein bisschen zu schnell, die Folien gehen danach online und ich schwöre eh in restlichen Tagen herum, also wenn man danach eine Frage hat oder sich über ein paar Details unterhalten will, einfach schnappen. Gut. Dankeschön.